Noch bis zum 3. Februar zeigt die Sparkasse Paderborn-Detmold in ihrer Hauptstelle in Detmold eine ganz besondere Ausstellung. Diese steht unter dem Motto James Risi und die Väter der Pop-Art und widmet sich hauptsächlich dem 2011 verstorbenen Risi, der als Weltstar der Kunstrichtung Pop-Art galt. Neben zahlreichen Risi-Werken können auch Richard Hamiltons Picassos Meninas, Roy Lichtensteins Still Life with Picasso oder auch Andy Warhols Elektrischer Stuhl bestaunt werden. Zudem finden sich in den Sparkassenräumlichkeiten zahlreiche Gegenstände, denen James Risi ein unverwechselbares Aussehen gegeben hat. Kunstfreunde können die Ausstellung an der Paulinstraße montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 17 Uhr, an Montagen und Donnerstagen sogar bis 18 Uhr in Augenschein nehmen. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 3. Februar, lädt die Sparkasse zwischen 11 und 17 Uhr zu einer besonderen Finissage ein. Die Gäste erwartet dann ein Café direkt in der Galerie sowie einen Vortrag des Kunsthistorikers Dr. Thorsten Otte, der über Leben und Werke der ausgestellten Künstler spricht.